Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Sanko und Yeshio. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie das Nette ist bei den kleinen Level, halten sich auch die Wartungskosten echt noch zurück. Ach so. Die sind dann noch nicht so kostintensiv. Bei den Tier 9ern, die wir dann hier drin haben, dann sind die Kosten mal auch locker um das Zehnfache größer. Pro Gefechtsfall. Achso, das heißt, wenn es jetzt dumm läuft, dann hast du mehr Kosten wie Einnahmen. Wie Einnahmen und da kann dein Schiff nicht mehr repariert werden, richtig? Richtig, ja. Oh, so kann man seinen Account auch zugrunde richten. Durchaus denk- und machbar, ja. So, wir können was haben wir denn da? Parallel nochmal statt zu den deutschen Schiffen die Amerikaner. Die Deutschen sind ziemlich torpedostark. Ach, ja doch, die Deutschen. Und die Amis sind dann mehr. Was man hier oben anguckt von den Werten. Für die Artillerie sind sie doch deutlich stärker. Ich finde jetzt 21 für Torpedos auch nicht so schlecht. Ja. Allerdings die Reichweite der Torpedos und die Sichtbarkeitsgrenze, die verschwinden da ganz stark. Die Japaner sind da ganz weit im Vorteil. Die haben eine riesen Torpedoreichweite. Die gar nicht mehr. Hat, hier schon rausgelegt. Die haben eine wahnsinnig große Torpedoreichweite und also bedeutend größer als die Sichtbarkeitsgrenze. Und die kleinen amerikanischen sind da eher von Nachteil. Deswegen sind die auch etwas stärker in den Bereichen der Artillerie. Eigentlich wundere mich da so ein bisschen, weil du ja eigentlich sehr viel mit Torpedos arbeitest. Und ja. Mal dann wäre doch eigentlich ein Schiff, das Torpedo-Vorteile sitzt, genau das Richtige für dich. Tatsächlich ja. Allerdings bin ich auch ein Freund der Artillerie. Ich habe da gerne so einen recht ausgewogenen Mix. Das bedienen, ich sag mal, auch für den 20er Klasse schon ganz gut. Wie ist da zwischen Torpedos und Artillerie, was man auch spieletechnisch merkt, recht ausgeglichen. Sie macht doch noch eine gewisse Damage. Die japanischen Schiffe haben einen wahnsinnigen Torpedo-Vorteil. Nur die Artillerie, das ist, als wenn eine Fliege drauf landet. Das merkst du gar nicht. Die ist nur dekorativ, macht ein bisschen Feuerwerk, ein bisschen Show. Ja, unter Wasser. Du musst da vorne mal was lackieren. Das rostet. Nein, das muss so sein. Echt? Ja. Es ist eine Patina. So, eine sympathische Patina. Gut. Ist immer so schön, wie Rost an Autos immer so schön verkauft wird, wenn man sie verkaufen will. Sympathische Patina, das heißt Rostkarre. Ob ich die Rostkarre noch verkauft kriege nach dem Gefecht, das weiß ich noch nicht. Ich will mal schauen, in welchem Zustand sie wieder reinkehrt. Ob sie wieder heimkehrt. Da bin ich auch mal gespannt. Oh, wir sehen, Flugzeugträger sind mit dabei in dieser Runde. Oh, die mischen diesmal auch mit. Jetzt wird es interessant. Also bei Flugzeugträgern, da muss ich sagen, also wenn man die so in Action sieht, da ist ja nochmal eine ganz andere Taktik angesagt, ne? Und vor allem brauchen die eine gute Air Defense. Die Detailgetreue oder Detailgenauigkeit bei den Schiffen ist halt geil, ne? Wenn man sich das so anguckt. Haben die gut hingekriegt. Oder nicht? So, ja, bei Eroberungsbereichen wäre ich mit meiner Schiffsklasse jetzt natürlich wahnsinnig schnell zum Erobern unterwegs. Ich sag mal, in dieser Spielesituation würde ich mich da im Moment zurückhalten, die großen Jungs ein bisschen vorfahren lassen, um ein bisschen aufzuklären, zu spotten. Zack. Oh! Was heißt, du wartest jetzt erstmal mit dem Losfahren? Um erstmal zu schauen, dass ich ein bisschen was über die gegnerische Lage erfahre hier. Vorteil bei den amerikanischen Zerstörern ist, dass die Trefferpunkte doch bedeutend größer sind. Gut, ich weiß auch Tier 4. Größe schon mit 111.000 Trefferpunkten. Ein Monster.
Auf hoher See. Wie hoch geht das? 10. 14. Max. Wie geht der noch rein? Jetzt Stufe 9 spiele ich bereits. Das macht schon Spaß. Aber da können auch bei der Damage, die die Jungs raushauen, teilweise einzelne Schläge schon kriegsentscheidend sein. Wie im wahren Leben, wa? Man sieht ja auch doch schon eine bedeutend andere. Guck mal, die dekorieren schon wieder in die Berge rum. Warum machen sie denn das? Ja, vor allem die Flugzeugträger spielen jetzt schon mit und teilen über die Flugzeuge hier schön die Trops raus. Oh ja. Ach, die, achso, die kommen von den. Genau. Da oben sieht man sie. Und dann abwerfen. Und dann sieht sie jetzt. Den haben sie schon wahnsinnig ins Kreuzfeuer genommen. Der hat also kaum eine Chance. Ja, jetzt gibt es noch ein bisschen Abwehr. Keine Chance mehr. 2000 Trefferpunkte. Ja, aber wir haben ja auch also Flugzeugträger, der mitspielt und der entsprechend interagiert, dann passt das, ne? Ich bin auch schon entdeckt worden. Ich muss meine Flak ausschalten. Zack. Hab zwar die Möglichkeit, Feindflugzeuge vom Himmel zu pusten, aber das verrät auch meine Position. Das ist eine gute Frage. Vermutlich, weil er irgendwie irgendwann registriert hat, dass du aus dem Kanal kurz rausgegangen bist oder vielleicht deine IP gerade geändert wurde oder so, dann kann das schon mal vorkommen. Normalerweise erkennt er das nicht, wenn man drin bleibt. Wird normalerweise immer erkannt. Es ist ein automatischer Mod, also das kann schon mal passieren. Ja, so ein bisschen Fehlschläge. Ja, ich muss gestehen, der Flugzeugträger, der wäre ein schönes Ziel. Web habe ich ihn schon gesichtet. Aber ist noch ein recht weiter Weg mit wie viel Feindkontakt dazwischen? Einiges. Das kann sehr gut sein, ja. Das weiß ich leider nicht genau. Ich weiß nicht, woran der das festmacht. Ob der das an dem Videoscreen festmacht oder am Chat. Da bin ich überfragt. Aber so wie es aussieht, dann wohl am Chat. Ich weiß leider nicht genau, wie die Programme arbeiten. Ich kann nicht genau in den Hintergrund schauen, was der jetzt hier gerade tut. Hier sieht man so ein bisschen den Nachteil von den amerikanischen Zerstörern, wenn man in die Minimap reinguckt und ich die Zahlen aufleuchten lasse. Da siehst du doch schon ordentlich, die Sichtbarkeit liegt bei 7 Kilometern und die Top-Reichweite gerade mal bei 5,5. Also mein Gesprächspartner ist derjenige, der hier auch spielt und er hat das im Hafen. Und ja, ich denke, er weiß, was er im Hafen hat. Also, ich bin hier quasi mehr der Zuschauer und du siehst hier gerade den Sankor am Spielen. Wenn er gerade eine Hand frei hat, kann er auch mal winken. Da ist er. Hi. Schon weit rein hier, so ganz alleine. Ich bin, ich kann das Spiel oder ich habe das Spiel quasi nicht. ich schaue mir das quasi gerade an und löcher ihn so ein bisschen. Bruderschaden. Oh, Bruderschaden. Nichts gut. Das heißt, du kannst das nur noch vorwärts und rückwärts fahren oder? Aber wie es aussieht, kannst du dich gar nicht mehr fahren. Ja, lange geht das. Jetzt geht's mächtig. Es geht mächtig aufs Auge. Los hier.
Ja, deswegen hatte ich es extra reingeschrieben in die Beschreibung. Ja. Mal kurz. Ja. Aber davon abgesehen, ja, stimmt natürlich. Ach so, stimmt. Wenn man das so sieht. Gut, im Kanalfeed der Text, der gibt es her. Direkt in der Beschreibung. Ich hasse recht. Man, ist gut. Aber man kann es natürlich erklären. So, oh, mit dem Schiff. Das wird ja ruhig. Ja, gut, ich bin auch mitten reingefallen, ja, muss man ganz klar sagen. Das war okay. So alles auf eine Karte, hopp oder top. Ja, ich habe ja Bock auf den Flugzeugträger. Wenn der durchkommt. Ach, du wolltest unbedingt den Flugzeugträger legen, ne? Ja, also, ja. Okay. Ab und zu kannst du Glück haben, dass du dich so schön durchschleichen kannst. Guck mal, ist sogar noch reingegangen da. Zack. Hier noch welche rein. Das ist der Flugzeugträger da? Nein. Die waren so ein bisschen dazwischen noch. Flugzeugträger ist, mal gucken, ob man den finden kann. Wenn er hat, in dem Bereich ja, unterwegs sein. Mhm. So ein bisschen rumcruisen, wenn du ihn siehst. Aber ich glaube, der ist gerade nicht aktiv. Der ist ja auch so nicht sichtbar. Irgendwie so hier in diesem Bereich. Das wäre ja auch reichlich unklug, ne? Wenn du jetzt als bereits Getöteter deinen Teamkollegen verraten könntest, wo der Träger ist. Ja. Okay. Sieht so aus, als wäre die Runde vorbei. Ja, die haben wir tatsächlich geschafft. Okay, dann wollen wir mal zurück zum Hafen. Aber hier ist für uns jetzt nicht mehr so viel zu holen. Das Schiff hat noch schön zusammen. Im Moment sieht das so aus, als wenn die Runde mit dem Grün gehen würde. Da ist die ganze noch aus. Gut, da brauchen wir nicht drauf warten. Das machen wir auch ohne uns. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.